fühlt sich schon total nach Fortschritt an, dass das jetzt endlich montiert ist. Werde ich versuchen, ob ich die nicht gleich abmontieren kann. Und mache das jetzt mit der Feile noch ein bisschen flacher. Grüß euch, beim Refit unseres in die Jahre gekommenen Pocket-Katamarans Squib mit Sabina und Peter. Dies sind die Ausführungen eines Laien. Für professionelle Ratschläge lesen Sie Fachbücher oder fragen Sie professionelle Elektriker, Elektroniker oder Bootsbauer. Komischen Verrenkungen, die ich hier mache, dienen eigentlich nur dazu, dass ich hier das Holz noch ein bisschen zuschneide, damit das Dach endgültig ganz runterrutschen kann. Ich sitze hier jetzt das erste Mal unter dem neuen Dach. Und ich bin wirklich glücklich. Das fühlt sich schon total nach Fortschritt an, dass das jetzt endlich montiert ist, nach monatelangem Bauen daran. Und es fühlt sich genauso an, wie ich mir es vorgestellt habe. Das Dach geht jetzt super weit nach hinten, also wir werden im Cockpit größtenteils im Schatten dann sein, wenn wir am Mittelmeer segeln oder vielleicht noch weiter. Es fühlt sich irgendwie geschützt an. Ja, ich werde jetzt noch zwei Stützen anbringen. Ich habe schon gemessen, 5 hier runter. Das wird einmal eine professorische Stütze. Hier oberhalb von diesem Rohr kommt dann eine Edelstahlstütze. Das muss ich aber erst bestellen. Und das werde ich erst ausmessen, wenn ich die professorischen Stützen einmal eingerichtet habe. Ja, irgendwie lohnt es sich doch, so viel Zeit zu investieren. Ich bin richtig glücklich mit dem Dach. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich weiß, dass ich noch immer hunderte Stunden Arbeit reinstecken muss, bis das dann endgültig fertig ist und auch gefällig fürs Auge. Die Unterkonstruktion ist natürlich genauso roh, wie ich sie zu Hause gemacht habe, aber da kommen ja dann schöne weiße Paneele drüber, dann wird man das alles nicht mehr sehen. Der Ausschnitt über dem Steuerstand ist genau so, dass man, wenn man dort sitzt, gut auf die Segel schauen wird können.
Das ist jetzt nur einmal eine professorische Stütze. Ich schraube sie auch unten gar nicht an, da habe ich mir schon was überlegt, wie ich das befestigen werde. Aber sie hält auch so. Es ist bis morgen auch kein Sturm angesagt. Und morgen werde ich das dann endgültig montieren. Da werde ich hier vielleicht so ein Installationsband anschrauben, weil ich möchte ins Stickholz nicht unbedingt reinbohren. Und das wird dann über den Winter sicher halten. Und ich kann dann auch hier eine Plane rundherum spannen, dass ich hier einen Innenraum zum Arbeiten habe, der zumindest trocken ist und windstill. Vorige Woche habe ich diese Stützen provisorisch montiert. Die sind also ein bisschen länger als der Abstand zwischen Dach und Reling. Dadurch sitzen sie relativ fest, ohne unten angeschraubt zu sein. Und da habe ich mal von zu Hause ein Lochband mitgenommen und werde das zur Unterstützung montieren. Dabei ist wichtig, die Schrauben ein bisschen nach oben zu neigen, damit sie dann, wenn sie dichter ans Holz kommen, das Band noch ein bisschen spannen. Das Lochband verhindert jetzt das Wegrutschen des Holzes. Falls irgendein Wintersturm das Dach ein bisschen anheben sollte hinten, hält diese Stütze kräftig nach unten. Oben ist sie auch mit einem Eisenwinkel angeschraubt. Heute möchte ich hier entlang des Deckshauses das Deck abschleifen und eine Hohlkehle aus Epoxy formen. Damit ich das vollständig machen kann, muss ich zuerst diese nicht mehr benötigten Schiebelugschienen entfernen. So ganz glatt ist das nicht. Wenn ich heute hier sowieso mit angedickten Epoxy arbeite, werde ich auch gleich die Löcher aufbohren, die von der alten Deckshausbefestigung sind und die auch schließen. Hier sieht man die Holzleiste, die vor über 40 Jahren ins GFK einlaminiert wurde. Das Holz schaut total frisch aus. Das Wichtigste beim Verwenden von Holz bei solchen Arbeiten ist einfach, dass sie keinerlei Verbindung nach außen haben, sondern trocken im GFK eingebettet sind. Dann halten sie ewig und es ist fast wurscht, welches Holz man verwendet. Man sieht, die Leiste war im GFK eingebettet und schaut eigentlich genauso aus wie die ich da verwendet habe. Man muss also nicht das teure wasserfeste Bootsbausperrholz verwenden. Man kann eigentlich nehmen, was man will, solange man verhindert, dass Feuchtigkeit eindringen kann. Weil ich hier auch noch schleifen muss und diese Lüfter sowieso wegkommen sollen, werde ich versuchen, ob ich die nicht gleich abmontieren kann.
Jetzt kann ich das da hinten gut wegschleifen und dann werde ich gleich hier vertiefen, damit ich das dann auch zulaminieren kann. Bevor ich das erste Epoxy anrühre, schmirgle ich noch hier die Wand ab, weil von dem Reinpressen sind ein paar Erhebungen geblieben und das muss ja nicht sein. Was man jetzt investiert an Arbeit, erspart man sich später. Hier habe ich mir ein Stückchen Holz geschnorrt von einem anderen Segler und habe so Scheiben draus geschnitten, damit ich nicht so viel Epoxy verbrauche. Ein bisschen Epoxy habe ich schon hier hergeschmiert. Ich habe mir so ein Hilfswerkzeug gemacht und mit dem möchte ich jetzt eine Hohlkehle ziehen, damit ich dann, wenn ich das nächste Mal da bin, drüber laminieren kann und das Ganze keine Hohlräume aufweist. So viel mehr werde ich da gar nicht ändern, das kann ich gleich so lassen. Und jetzt geht es weiter nach vorne weiter. Beim letzten Mal habe ich ja diese Platte hineingeklebt und jetzt werde ich den Rand noch ein bisschen mehr abschleifen, sodass ich dann das Ganze mit Gewebe aufbauen kann. Ich habe das bereits mit dem Multitool ein bisschen abgeschnitten und mache das jetzt mit der Feile noch ein bisschen flacher. Jetzt habe ich den Rand relativ gleichmäßig mit der Bauerfeile abgeschliffen und werde mir jetzt Matten zuschneiden, damit ich das Ganze dann auch zuglasen kann. Doch zuvor werde ich die Matten, die ich mir bereits zu Hause vorgeschnitten habe, hier auf diese Hohlkehle auflaminieren. Denn wenn ich zuerst hier arbeite, wird es mir sicher passieren, dass ich dann hier reingreife, wenn ich da hinten arbeite, und darum ist es besser umgekehrt. Jetzt habe ich das Ganze noch mit Aceton entstaubt, bevor dann die ersten Matten raufkommen. So, jetzt geht es ans Laminieren. Ich habe mir hier schon zu Hause zugeschnitten 8 und 10,5 cm breite Streifen von Glasfasergewebe und die werde ich gleichzeitig drauf laminieren. Das Epoxy ist angemacht.
das Ganze auch noch einmal eingestrichen mit der Proxy. So dass die Matte ganz durchtränkt ist. Ich mache das meistens relativ großzügig, denn wenn ich die zweite Glasfasermatte drauf tut, soll sich die gleich richtig festsaugen können. Hier, wo der Untergrund eine alte Glasfasermatte ist, saugt sich der Untergrund ja kaum an. Aber wenn man zum Beispiel auf Holz laminiert, dann kann es ohne weiteres sein, dass das Holz so viel von dem Epoxy aufsaugt, dass die Matte dann eigentlich zu wenig bekommt. Da fange ich diesmal hier an. Damit diese ganzen Gewebestreifen sich auch ordentlich überlappen. Diese einzelnen Fäden, was hier noch weggehen, die werden dann einfach weggeschliffen. Ja, mittlerweile habe ich 10 oder 12 Lagen Glasfasermatte draufgegeben und das Loch scheint jetzt ausgefüllt. Ich werde es jetzt trocknen lassen und in 2-3 Tagen mit Epoxy-Spachtel verspachteln und schleifen. Ich schneide gerade die ersten Hölzer für die neue Eingangstüre zu.